Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shelia Stevens-Würsig und ich bin der virtuelle Coach von ShelliaStevens.com, wo wir Experten und Teams zeigen, wie sie ihre Expertise online bringen und mehr Menschen erreichen. In dem heutigen Video geht es um einen Blick hinter den Kulissen. Und zwar in die administrative Oberfläche von meinem Lernmanagementsystem und Coaching-Management-System von Jigsawbox. In diesem Video werde ich in 5 Minuten erklären, was ich in einem Jahr gelernt habe als Online-Trainerin und was ich verändert habe, um noch agiler als Online-Trainer unterwegs zu sein. Und um das zu verdeutlichen, werden wir einen Kurs von letztem Jahr, hier den Virtual Coach Online Mastery 2, mit dem neuen Kurs Intensive Training Online Coaching vergleichen. Machen wir die jeweiligen Kurse auf in Jigsawbox in der Oberfläche, sehen wir, dass diese Kurse auf Anhieb nicht so unterschiedlich ausschauen. Die haben beide jeweils 5 Module und wurden in etwa in der gleichen Zeitrahmen über 5 bis 7 Wochen gehalten. Aber erst wenn man hineinsteigt in die Untermodule, wird es klarer, was der Unterschied ist, nämlich die Strukturen bei dem neuen Kurs, was man hier rechts sieht in Woche 1, die wurden viel schlanker gestaltet. Also ich habe lediglich Aufzeichnungen, Videos und Peer-Aufgaben als Überbegriffe und Links jede Menge Mischmasch und anderen Dingen auch durchkonzipiert, aber trotzdem mehr. Wenn wir das zweite Modul anschauen, ist es die gleiche Geschichte. Es ist ganz klar zu sehen, es ist gleich schlank gehalten und ich habe eine einheitliche Struktur. Warum? Also, ich muss natürlich, weil ich ein sehr vielbeschäftigter Mensch bin, ich führe mein Geschäft Vollzeit, ich habe jede Woche 2 ganze Tage Coaching-Termine mit Privatklienten, ich habe meine Marketing-Aktivitäten, also ich mache diese Gestaltung und Auslieferung von dem neuen Kurs nebenbei. Das heißt, ich muss meine Zeit fokussieren und mein Motto dabei ist Keep it simple, sweetheart. Und was mir hilft, ist zu wissen, dass ich jede Woche lediglich diese 3 Behälter füllen muss mit Contents. Und der tolle Nebeneffekt ist, dass es viel übersichtlicher und kurzweiliger für die Teilnehmer geworden ist. Und sie bekommen das Gefühl, hey, ich kriege das wirklich geregelt. Es ist absolut machbar, in meinen Alltag zu integrieren, diese Lerninhalte. Wenn wir weiter einsteigen und die Einzelseiten ansehen, sehen wir, es ist nicht weniger geworden, sondern mehr. Links sieht man bei dem alten Programm, dass ein Untermodul ein Video lediglich hat und rechts sehen wir, wir haben 3 Videos. Aber das ist ein entscheidender Unterschied. Das linke Video hat 37 Minuten und die Videos auf der rechten Seite haben jeweils 2 bis 3 Minuten. Und das zieht sich durch das gesamte Programm durch, egal ob ich eigene Videos drehe oder kurze Abschnitte aus dem Internet hole und hier zur Verfügung stelle. Warum? Ich habe festgestellt, dass diese kürzeren Abschnitte viel einfacher für mich sind zum Drehen. Ich muss mir weniger Texte merken für ein Video, aber das ist nicht nur der einzige Vorteil, sondern die sind auch einfacher hochzuladen. Die Dateien sind kürzer, also weniger groß von ihrer Megabyte-Zahl und diese gehen schnell hochzuladen auf Media-Hosting-Server. Und die sind auch einfach auszuwechseln, wenn ich feststelle, dass ein Content nicht mehr so passt, wie es früher mal war. Ist es ebenfalls viel, viel kurzweiliger für die Teilnehmer, einzelne Abschnitte anzuschauen und sie können die Lernabschnitte leicht in ihr Alltag integrieren und zwischendurch auch mal ein Video ansehen, ohne zu denken, oh je, das ist 30 Minuten, das ist nur 3, es ist 1/10 der Länge. Was gleich geblieben ist, dieses Jahr gegenüber letztes Jahr, ist allerdings meine Vorgehensweise in Bezug auf die Gestaltung. Ich verfolge das Prinzip Create as you go, also entwickel den Kurs, während du das hältst. Und hier sieht man, dass ich dieses Jahr auf ein visuelles Tool zurückgegriffen habe, nämlich GroupZap. Und so kann ich sehen, aha, also wenn ich alles grün hier einfärbe, dann bin ich fertig mit dem Inhalt und hier in Woche 4 habe ich noch was zu tun. Ich versuche den Teilnehmern ein paar Wochen voraus zu sein und das bringt Vorteile, nämlich wenn ich nicht alles fertig, 100% fertig habe, wenn der Kurs beginnt, habe ich noch gut die Chance, auf die Bedürfnisse und Wünsche der Teilnehmer einzugehen und das ist großartig für sie. Es macht mehr Spaß für sie mitzugestalten und für mich, das ist Co-Kreation. Und wenn ich GroupZap nutze gegenüber Excel wie letztes Jahr, kann ich viel klarer visuell sehen, was schon fertig ist und was nicht. Und ich kann auch hier mit diesen Post-its hin und her schieben, Dinge ändern und umschichten. Das macht Spaß. So, das war der Blick hinter der Kulissen in 5 Minuten. Wenn Sie weitere Infos haben wollen, gehen Sie auf ShelliaStevens.com, wo Sie meine Top 10 Ressourcen und Tools finden für virtuelles Coaching Training.